Christian Klein, Kriminalhauptkommissar. Spezialgebiet unter anderem Kunstfälschungsdelikte. Das sind also alle Stücke, alle Objekte, die wir sicherstellen. Nicht alles darf er zeigen. In einigen Fällen laufen noch Ermittlungen. Diese Fälschung, ein Abbild der heiligen Margarete, wurde allerdings schon aufgeklärt. Das Ganze wurde 2014 sichergestellt, aus einer Serie raus. Also es gab einen Fälscher hier aus dem bayerischen Raum, der sich also auf solche Kunstwerke, auf solche Gemälde spezialisiert hat, die dann nachgemalt oder gefälscht hat und dann als Originale auf den Markt gebracht hat. Millionen hätte diese Fälschung nicht eingebracht, sondern einige tausend Euro, nicht untypisch. Die Masse ist eher so bei dem mittleren Bekanntheitsgrad eines Künstlers oder dem unteren Bekanntheitsgrad. Wir haben natürlich auch Van Goghs hier oder sowas, die mal als vermeintlich echt eingeliefert wurden. Aber das ist tatsächlich so im einstelligen Bereich oder im unteren zweistelligen Bereich, dass wir Fälle dazu haben. Das Problem bei solchen Sachen ist immer, für so sehr gute Künstler gibt es natürlich auch sehr gute Experten. Und das wissen auch die Fälscher. Klein und seine Kollegen sind keine Kunsthistoriker, sondern Polizisten. Selbst Auktionskataloge durchzuforsten, um zu checken, ob der Pinselstrich zum Maler passt, das kommt also eher selten vor. Was eigentlich die Regel ist, dass wir eben gerade im Fälschungsbereich Hinweise bekommen aus den Auktionshäusern. Dort werden also diese Gemälde eingeliefert, werden dann dort in der Regel überprüft auf einen Fälschungsverdacht. Und die zeigen uns das dann auch an. Gerade ist wieder Hochzeit für Fälscher. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade jetzt mit letzter und vorletzter Woche aktuell wieder 5 oder 7 Fälle neu reinbekommen. Das ist tatsächlich auch so der übliche Schnitt im Frühjahr und im Herbst, dass wir immer so aus den verschiedenen Auktionshäusern 3, 4 Anzeigen bekommen. Meistens parallel dann durch 3 oder 4 Häuser gleichzeitig. Dann beginnt die klassische Polizeiarbeit. Datenbankrecherche, ob das verdächtige Bild schon mal aufgetaucht ist, die Geschichte des Verdächtigen auf Löcher prüfen bis hin zu Hausdurchsuchungen. Doch um gleichzeitig mehr Informationen über ein verdächtiges Kunstwerk zu bekommen, nutzt das LKA auch seine eigenen kriminaltechnischen Labore. In der Urkundenabteilung kann Christoph Lohr Echtheitszertifikate von Kunstwerken oder Druckgrafiken wie diese, angeblich von Pablo Picasso, unter den Scanner legen. An diesem Bild konkret sehe ich jetzt Farbauftrag, Randverhalten. Man kann hier auch natürlich noch dieses Bild mit verschiedenen Beleuchtungen betrachten, also mit seitlichem Licht. Und aufgrund von diesen Tatsachen können wir eben dann nachvollziehen, wie dieses Bild entstanden ist. Im Fotolabor durchleuchtet Benedikt van Haas mit Hilfe von unterschiedlichen Scheinwerfern und Filtern auf der Kamera Bilder tiefer, als es mit bloßem Auge möglich ist. Um einfach Auffälligkeiten festzustellen und damit um halt genauer definieren zu können, an welchen Stellen man zum Beispiel Proben nehmen muss, um die Pigmente zu untersuchen. Also hier sehen wir jetzt das Gemälde im sichtbaren Bereich. Ja, sehen wir jetzt hier den gleichen Teil im Infrarot, wo ich jetzt hier zum Beispiel schon hier so Linien von der Vorzeichnung sehe. Und dann haben wir hier eine Falschfarbendarstellung, in der man hier zum Beispiel solche Unterschiede zwischen den einzelnen Farben besser erkennt, wie im Originalbild. Dann haben wir hier natürlich die UV-Fluoreszenz, haben hier diese normale, diese blau-grünliche Fluoreszenz, die man jetzt so von einem Firnis, von einem Ölgemälde erwarten würde. Haben hier aber noch dieses Orange, was jetzt eher ungewöhnlich ist. Also wobei ich jetzt nicht sagen kann, worum es sich dabei handelt, aber das wäre einfach auch so eine Auffälligkeit, auf die wir dann hinweisen würden. Das orange Leuchten und andere Auffälligkeiten, im Chemielabor werden sie weiter analysiert. Die wichtigste Frage bei der Untersuchung, erklärt Chemiedirektor Dr. Johann Rott, ist einfach: Passen die Farben zur angeblichen Entstehungszeit? Man untersucht einfach in den verschiedenen Farbproben, meinetwegen jetzt eine rote Probe, welche Pigmente in dieser roten Probe vorhanden sind. Und bestimmt diese Pigmente, wenn man diese Pigmente bestimmt hat, kann man nachschauen, in welchem Jahr diese Pigmente auf den Markt gekommen sind.
Wäre der Fall der heiligen Margarete noch nicht aufgeklärt, dann würde Jürgen Huber jetzt Proben nehmen. Ich gehe am liebsten zuerst einmal auf Blau- und Grüntöne. Das haben wir hier, sehr schön. Weil im Blau und Grün sind öfter mal organische Pigmente drin, die moderneren Datums sind. Um das Alter der Farbproben zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist die Vermessung mit einem Infrarotspektrometer. Jede Substanz hat praktisch eine ganz spezielle Spektrum, eine Kurve, so speziell wie ein Fingerabdruck zum Beispiel. Dieser Fingerabdruck lässt sich nun mit Hilfe von Vergleichskurven eindeutig einer Farbe zuordnen. Das hilft Ermittlern, die Geschichte eines verdächtigen Bildes zu prüfen. Modernste Technik und klassische Ermittlungsarbeit, beides ist nötig, um Fälschern auf die Schliche zu kommen.